Tierquäler gesucht. Zwei junge Männer überfahren absichtlich mit dem Auto mehrere Schwäne. Die Fahndung nach den Tätern jetzt bei Kripo Live. Sonntag, der 11. März, hier ist Kripo Live. Guten Abend. In Coswig im Landkreis Meißen sucht die Polizei einen Brandstifter, der gleich mehrere Feuer gelegt haben soll. Mitte Februar hat er wieder zugeschlagen. Die zuständigen Ermittler hoffen jetzt, diesen Brandstifter mit ihrer Hilfe aufspüren zu können. Überreste einer Lagerhalle in Coswig bei Dresden. Bis auf die Grundmauern ist nach einem Brand nicht viel übrig geblieben. Eingelagertes Holz im Wert von rund 1 Million Euro ist verbrannt. Eigentümer ist die Firma WHG, ein großer regionaler Holzhändler. Das Feuer wurde gelegt. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man so eine Tat begeht? Ne? So, wenn man bewusst anderen Unternehmungen bzw. anderen Menschen, ja, wenn ich denen mit Mutwillen Leid zufüge. Und was anderes ist es für mich nicht. In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2018 brennt die Lagerhalle lichterloh. 140 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Sie versuchen, den Brand der 8000 Quadratmeter großen Halle so einzudämmen, dass die meterhohen Flammen nicht auf das angrenzende Bürogebäude und umliegende Firmen übergreifen. Erst am Nachmittag gelingt es, das Feuer zu löschen. Mein Lagermeister, der über 25 Jahre hier am Standort tätig ist, der hat gesagt, er hat es überhaupt nicht verstanden. Dem standen die Tränen in den Augen. Meine Mitarbeiter waren alle am Boden zerstört. Anders kann man das nicht sagen. Nur 5 Kilometer entfernt wird dieses Gartencenter ebenfalls Ziel eines Brandstifters. Wieder ein Großeinsatz für die Feuerwehr. Nur wenige Stunden vor dem Brand im Holzhandel. Stadtwehrleiter Andreas Schorbogen hat bei beiden Einsätzen die Löscharbeiten koordiniert. Zwei Großbrände in so kurzer Zeit hat er noch nie erlebt. Wir konnten verhindern, dass es auf weitere Objekte bzw. auf den Verkaufsraum jeweils sich ausgebreitet hat. Für mich ist das schwierig, das nachzuvollziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ein System dahinter steckt. Denn bereits 2016 brennt es in Coswig mehrfach. Im August stehen eine Lagerhalle und eine Werkstatt in Flammen. Dann brennt der Rohbau eines Einfamilienhauses. Kurz vor Weihnachten trifft es wieder eine Lagerhalle. 2017 wird das Sportlerheim der Stadt Coswig angezündet. Besonders gefährlich wird es, als im gleichen Jahr das Lager einer Lackfabrik brennt. Die Chemikalien führen zu mehreren Explosionen. Erneut geht eine Lagerhalle 2017 in Flammen auf. 2018 folgen die Brandstiftungen an Gartencenter und Holzhandel. Bei der Stadt Coswig ist man alarmiert. Die Brände stehen im Rathaus ganz oben auf der Tagesordnung. 9 Großbrände in den letzten 2 Jahren ist natürlich wesentlich zu viel. Die Schäden gehen jetzt in die mehrere Millionen Höhe. Wir selbst haben einen Schaden von rund 1,2 Millionen. Und davon bleiben wir mindestens auf 500.000 Euro selber sitzen. Die Bürger haben Angst. Sie rufen bei mir an und fragen nach. Wir stehen da im Dialog. Und natürlich besonders im Dialog mit den Polizeibehörden. Nach den jüngsten Ereignissen werden bei der Kripo Dresden die Ermittlungen zu den Brandstiftungen intensiviert. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft. Die Dresdner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gebildet, die Ermittlungsgruppe Gewerbeobjekt. In der Ermittlungsgruppe arbeiten aktuell 4 Polizeibeamte, die sich ausschließlich mit diesen Fällen befassen. Es geht natürlich darum, die Fälle zu klären, die Serie zu klären. Mehr als 12 Fälle von Brandstiftung werden von der Polizei erneut untersucht und miteinander verglichen.
Es ergeben sich auch deutliche Parallelen zwischen diesen Fällen. Zu nennen sind hier zum einen, dass es eine zeitliche Komponente gibt, die wir ganz klar im Blick haben. Weiterhin muss festgestellt werden, dass hier gewerbliche Objekte bzw. Hallen jeweils angegriffen werden. Das ist natürlich für uns ein Ansatzpunkt. Darüber hinaus haben wir weitere Gleichnisse, die sich hier aufdrängen. Dazu kann ich aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Aussagen treffen. Haben Sie etwas beobachtet, das mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnte? Jeder noch so kleine Hinweis kann für die Polizei den Durchbruch bei den Ermittlungen bedeuten. Vielleicht haben Sie ja jemanden in der Nähe der Tatorte gesehen, der sich auffällig verhalten hat. Zuständig ist die Kripo Dresden. Telefonnummer 0351 483 2233. Unser Fall der Woche ist ein außergewöhnlicher Ermittlungserfolg aus Thüringen. Am vergangenen Sonntagmorgen hat die Polizei einen Mann verhaftet, der für den Mord an einer Schülerin in Weimar verantwortlich sein soll. Die Aufklärung dieses Verbrechens ist auch deshalb spektakulär, weil der Mörder die Tat vor 27 Jahren verübt hat. Kripo Live hat immer wieder über diesen Fall und den Fortgang der Ermittlungen in den letzten zwei Jahrzehnten berichtet. Der Mord an Stefanie D. ist aufgeklärt. Der mutmaßliche Täter ist Hans-Joachim G., ein 65-jähriger Lkw-Fahrer aus Berlin. Der Beschuldigte hat bei seiner vorläufigen Festnahme in Berlin in seiner Wohnung die Tat eingeräumt in groben Zügen. Der Goethe-Park in Weimar. Hier wird Stefanie D. am 24. August 1991 das letzte Mal lebend gesehen. Von hier soll die damals 10-jährige Stefanie durch den Beschuldigten entführt, später missbraucht und ermordet worden sein. Rund 50 Kilometer von Weimar entfernt, an der A4, unterhalb der Teufelstalbrücke, finden Kinder zwei Tage später den leblosen Körper des Mädchens. Die Brücke ist 58 Meter hoch gewesen. Und man muss sich mal vorstellen, was es bedeutet, ein Kind, das noch lebt, von dieser Brücke zu werfen. Die Soko Altfälle untersucht neben Stefanie D. auch die noch ungeklärten Tötungsdelikte an dem 9-jährigen Bernd Beckmann 1994 und der 10-jährigen Ramona Kraus 1996. Den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung von Hans-Joachim G. bringt die parallele Auswertung der Spuren aller drei Fälle. Claudia Becker stößt in der alten Ermittlungsakte zum Tod von Bernd Beckmann auf Hans-Joachim G. Er wurde damals als ein bekannter Sexualstraftäter überprüft. Doch für den Tatzeitraum im Fall Bernd Beckmann hatte er ein Alibi. Als ich diese Spur gelesen habe, war es dann so, dass ich mir die Spur noch mal intensiv durchgelesen habe, auch seine früheren Tathandlungen mir angeschaut habe und gesehen habe, dass dann der Modus operandi, die Vorgehensweise des Täters, dieser Bezug auch nach Weimar, Jena bzw. in diesen Ostthüringer Bereich gegeben war und auch von seiner Persönlichkeit her ein großer Tatbezug auch zu Stefanie Drews herzustellen ist. In einem aufwendigen Analyseverfahren wird Hans-Joachim G. tatsächlich als der mutmaßliche Mörder von Stefanie D. überführt. Die Polizei teilte auch mit, dass die Familie des Mordopfers sehr erleichtert sei, weil der Täter gefasst werden konnte. Die Ermittlungen in den Mordfällen Bernd Beckmann und Ramona Kraus gehen natürlich unvermindert weiter. Zu unserem nächsten Fahndungsfall ist Kriminalhauptkommissar Andreas von Koss vom LKA Sachsen-Anhalt bei Kripo Live. Guten Abend. Guten Abend. In der Nacht vom 7. auf den 8. September 2016 haben Straftäter 18 Autos in der Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofes angezündet. Darunter Privatwagen, Fahrzeuge der Deutschen Bahn und auch 6 Polizeiautos. Zwar konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindert werden, aber der Schaden beläuft sich dennoch auf eine 750.000 Euro. Herr von Koss, warum ist es eigentlich so schwierig, diese Täter zu ermitteln? Ja, durch den Brand und die Löscharbeiten der Feuerwehr waren so gut wie alle Spuren vernichtet. Wir mussten uns natürlich konzentrieren auf die Suche nach Zeugen. Das taten die Ermittler auch, obwohl es auch total schwierig war,
Denn die Tatzeit lag an einem Donnerstag um 2.30 Uhr in der Früh. Und auch da findet man nicht so viele Leute, die sich am Hauptbahnhof in Magdeburg aufhalten. Sie waren ja zu dieser Angelegenheit auch schon mal bei Kripo Live und haben nach ganz konkreten Zeugen gefahndet. Wie ist da das Ergebnis? Ja, am Magdeburger Hauptbahnhof gibt es eine Videoaufzeichnung, sowohl im Gebäude als auch vor dem Gebäude. Und die Aufzeichnungen brachten die Ermittler auf die Spur, dass sich Personen zur fraglichen Zeit dort aufgehalten haben. Wir fahnden öffentlich nach 6 dieser Personen und nach einer Ausstrahlung bei Kripo Live konnten wir auch 2 von ihnen identifizieren. Zu den anderen 4 haben wir bislang keinerlei Hinweise. Wir wissen also nicht, wer sie sind und warum sie sich zu dieser Zeit dort aufgehalten haben. Aber nach diesen 4 Personen fahnden Sie weiterhin? Genau, diese 4 Personen sind für uns immer noch sehr wichtig. Es gab seinerzeit ja auch ein Bekennerschreiben. Inwiefern spielt das für Ihre Ermittlungen aus heutiger Sicht noch eine Rolle? Ja, die Ermittlungen zum Bekennerschreiben liefen alle ins Leere. Wir gehen bislang immer noch davon aus, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. Jedoch haben wir alle Ermittlungen, die zum Verfasser dieses Schreibens liefen, leider Gottes, ohne ein Ergebnis abschließen müssen. Wir wissen also heute immer noch nicht, wer dieses Schreiben geschrieben hat. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, ist jetzt auch eine Belohnung ausgesetzt von 20.000 Euro. Das ist eine ungewöhnlich hohe Summe. Warum? Ja, in der Tat. Wir haben diese Summe ganz bewusst gewählt, um einen Anreiz zu schaffen, Zeugen, eventuell aber auch Mittäter dazu zu bewegen und sich bei uns zu melden. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass es Videomaterial gibt, was uns vielleicht als Beweis sehr wichtig erscheinen könnte. Und wir hoffen ganz einfach, wenn wir die Zuschauer heute noch mal auffordern, uns mögliches Video- oder Fotomaterial zukommen zu lassen, dass wir in dieser Sache einen Schritt weiterkommen. Ja, und hier auch noch einmal die Fotos der gesuchten Zeugen, die gebeten werden, sich zu melden. Wenn Sie einen der hier abgebildeten Menschen kennen, dann informieren Sie bitte das LKA Sachsen-Anhalt. Ebenso natürlich, wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können. Hier die entsprechende Telefonnummer 0391 für Magdeburg und dann die 250-1122. Vielen Dank, Kriminalhauptkommissar Andreas von Kost. Dankeschön. Ich danke. Bei uns geht es weiter mit Kripo Live Kompakt. Diebstahl. Die Kripo Halberstadt fahndet nach diesen beiden Männern. Sie werden beschuldigt, am 2. Juli 2017 in das Vereinsheim des MSV Eintracht Halberstadt eingebrochen zu sein. Ihre Beute? Fußballequipment im Wert von mehreren hundert Euro. Besonders markant ist die Undercut-Frisur, die einer der beiden Männer trägt. Auch sein Pullover der Marke Calvin Klein ist auffällig. Erkennen Sie die beiden mutmaßlichen Täter? Wissen Sie, wo sie sich aufhalten? Dann informieren Sie bitte jetzt die Kripo Halberstadt unter der Telefonnummer 03941674293. Urteil. Eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verhängte am Montag das Leipziger Landgericht. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der verurteilte Dovcin D. in seiner Wohnung 2 Frauen erwürgt, ihre Leichen zerstückelt und diese später wie Müll entsorgt hat. Kripo Live verfolgte den Fall und berichtete mehrmals darüber, zuletzt vor einer Woche. Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nahezu ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Jetzt bittet die Polizei um ihre Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen und bereits seit 5 Tagen verschwunden. Hier die bisher bekannten Details dazu. Wo ist Bernd Christ? Der 58-jährige Vater von 2 Töchtern wird seit Dienstag, dem 6. März, vermisst. Bernd Christ ist Qualitätsmanager bei einem Automobilzulieferer und gilt als sehr zuverlässig. Bernd Christ lebt im thüringischen Rula. Zuletzt wurde er von seiner Lebensgefährtin gesehen. Der Vermisste, der Herr Christ,
hat seiner Lebensgefährtin einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, dass er zum Einkaufen gegangen sei. Den Zettel hat sie morgens gefunden. Sie hat sich dann nach der Nachtschicht zum Schlafen hingelegt. Mittags beim Aufstehen hat sie dann festgestellt, dass ihr Lebensgefährte noch nicht vom Einkaufen zurück ist. Der 58-Jährige ist Diabetiker und dringend auf Medikamente angewiesen. Daher leitet die Polizei am 6. März umgehend eine groß angelegte Suchaktion ein. Ein Hubschrauber überfliegt Rula und die umliegenden Wälder. Auch ein Fährtenhund wird eingesetzt. Der Hund führt die Polizisten zu dieser Bushaltestelle. Hier verliert sich die Spur. Herr Christ wird nach wie vor vermisst. Alle Suchmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Also sollten Sie Herrn Christ in Rula oder Umgebung oder auch in einem Bus aus Rula hinaus gesehen haben, dann bitte setzen Sie sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Wer kann Hinweise zu dem Verschwinden des 58-Jährigen geben? Seine Familie macht sich große Sorgen. Bernd Christ ist, wie gesagt, seit Dienstag verschwunden. Er ist 58 Jahre alt, 1,76 groß, kräftig gebaut und hat kurze graue Haare. Bernd Christ ist Brillenträger und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einem anthrazit-khaki-farbenen Anorak sowie einer dunkelgrauen Schiebermütze. Hinweise bitte an die Kripo Eisenach, Telefonnummer 03691 261 124. Im Weimarer Land fahndet die Polizei nach Straftätern, die vermutlich in zwei Fällen mit ihrem Auto Schwäne gejagt und überfahren haben. Es handelt sich um zwei junge Männer, die bei einem ihrer niederträchtigen Vergehen von Zeugen gesehen wurden. Vielleicht können Sie helfen, diese Tierquäler zu identifizieren. Das Dorf bei Buttelstedt. Hier in der näheren Umgebung gibt es zahlreiche Gewässer, Lebensraum verschiedener Wasservögel, unter anderem auch Höckerschwäne. Es sind besonders anmutige Tiere. Vier dieser Schwäne werden am 7. September 2017 überfahren. Auf diesem Wirtschaftsweg, gleich hinter dem Ortsausgang Dasdorf. Die Tiere hatten, weil es sich ja alles um Jungtiere handelt und weil kein Elterntier dabei gewesen ist, das sie gewarnt hätte, in dieser Situation gar keine Chance. Als der Amtstierarzt Dr. Stefan Kleinhans am Tatort erscheint, sind zwei Schwäne schon tot. Die anderen beiden schwer verletzt. Bei der Untersuchung eines der beiden Tiere, das noch gelebt hat, kam dann raus, dass es eben auch gelenknahe Frakturen gehabt hat, weswegen auch die Prognose sehr ungünstig gewesen ist. Und das Tier wurde dann aus Tierschutzgründen eingeschläfert. Und das andere Tier wurde am Flügel operiert, aufgepäppelt und lebt inzwischen auf einem Teich bei Apolda. Dieser Vorfall ist nicht der einzige. Am Stausee von Schwerstedt wird nur zwei Tage zuvor schon einmal ein erwachsener Schwan überfahren. Wahrscheinlich absichtlich. Die Täter sind mit hoher Aggressivität und Brutalität vorgegangen. Wir ermitteln wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das ist in diesem ganz konkreten Fall kein Kavaliersdelikt. Für diese Tat gibt es Zeugen. Gegen 19.30 Uhr ist Miriam Liebezeit an diesem Dienstag zusammen mit ihrem Mann und ihrem Hund unterwegs. Sie sehen zwei Schwäne. Es war ein Pärchen. Der eine Schwan, was das Weibchen war, hat den Platz verlassen, ist hier rüber aufs Wasser geflogen. Und der Schwan, der noch hier auf der Seite war, der hat sich langsam in Bewegung gesetzt und wollte rüber watscheln, also er wollte jetzt nicht fliegen. Wie aus dem Nichts taucht dann ein Geländewagen mit zwei jungen Männern auf. Sie fahren direkt auf den Schwan zu. Irgendwie habe ich gedacht, oh nee, jetzt passiert hier irgendwas Komisches. Der Schwan ist losgelaufen und die haben ihn am Hinterteil erwischt. Der ist natürlich auch durch die Luft geflogen und während das alles passierte, saßen die halt in dem Auto und haben sich gefreut und haben gelacht und nicht nachvollziehbar. Doch die Männer drehen noch einmal um und überrollen den Schwan ein zweites Mal. Dann fahren sie davon. Das Tier bleibt schwer verletzt zurück. Also ich habe gesehen, dass dem Schwan sein Hals so leicht verdreht war. Man hat auf dem Brustkorb und ein Stück Hals die Reifenspuren gesehen.
Und er hat mich halt so angeguckt und hat auch noch geatmet. Und wir dachten, oh mein Gott, der lebt noch. Und wir haben dann eben halt die Polizei angerufen. Der Schwan liegt sterbend vor ihren Füßen. Später erzählt das Paar der Polizei genau, was es beobachtet hat. Zu den Tätern wissen wir lediglich, dass es sich um zwei junge Männer gehandelt haben soll, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Beide hatten kurze Haare. Aber noch viel auffälliger war ihr Fahrzeug. Dabei handelt es sich um einen Geländewagen, einen älteren, in Tarnfarbe. Der hatte ein abnehmbares Stoffverdeck und es waren keine Kennzeichen dran. Vier getötete Schwäne innerhalb von nur zwei Tagen. Beide Tatorte liegen nur 4,5 Kilometer voneinander entfernt. Die Polizei geht von denselben Tätern aus. Gesucht werden zwei Männer zwischen 18 und 20 Jahren. Sie waren unterwegs mit einem älteren grünen Geländewagen mit abnehmbarem Stoffverdeck. Das Fahrzeug hatte kein Nummernschild. Wissen Sie, wer so ein Auto besitzt? Oder haben Sie den Wagen und die Männer am 5. September, das war ein Dienstag, am Stausee Schwerstedt gesehen? Beziehungsweise zwei Tage später, vielleicht sogar auf dem Wirtschaftsweg zwischen Dasdorf und Buttelstedt? Möglicherweise hat jemand Ihnen gegenüber damit geprahlt, Schwäne mit dem Auto gejagt zu haben. Hinweise zu den gesuchten Männern oder den Straftaten bitte an die Kripo Jena, Telefonnummer 03641 811 123. Übrigens, Tierquälerei kann mit bis zu 3 Jahren Haft geahndet werden. In Weißenfels wurde ein neugeborenes Kind tot aufgefunden. Mein Kollege Rico Wolf hat bereits zweimal darüber bei Kripo Live berichtet. Rico, du hast dich jetzt auch mit dem Fall noch einmal für eine neue Folge von Die Spur der Täter befasst. Warum? Der Fall war ja einer von insgesamt 3 Fällen von Kindstötung, die Kripo Live, in denen Kripo Live im vergangenen Jahr gefahndet hat. 2 Fälle sind aufgeklärt, konnten aufgeklärt werden, der aus Weißenfels noch nicht. In dem einen Fall aus Wilka-Roßlau, der konnte unmittelbar nach Kripo Live dann aufgeklärt werden. Da steht die Täterin, die man hier sieht, die mutmaßliche Täterin, muss man sagen, jetzt vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, ihr Kind getötet zu haben. Wie erklärt die Angeklagte denn eigentlich ihr Verhalten? Du hast den Prozess ja auch für die Spur der Täter beobachtet und dort gedreht. Die Angeklagte stellt die Situation so dar, dass sie das Kind allein zu Hause in der Badewanne bekommen hat. Dann hat sie es in Tücher gewickelt und abgelegt im Schlafzimmer und hat sich dann erst mal geduscht und hat das Bad gereinigt, weil sie nicht wollte, dass ihr Lebensgefährte, ihr damaliger, von der Geburt etwas mitbekommt. Darum hat sie das alles gereinigt. Der Vorgang dauerte 2 Stunden, 2,5 Stunden. Und erst dann hat sie das Kind in die Tücher gewickelt, mit dem Auto zu einer Wiese außerhalb von Wilkau-Haslau gefahren. Gab es da von Seiten des Gerichts Nachfragen? Erschien das glaubwürdig? Der Richter hat sehr detailliert nachgefragt und will halt herausbekommen, war das eine vorsätzliche Tötung, eine Tötung durch Unterlassen zwar, aber eben eine vorsätzliche Tötung, oder hat sie möglicherweise fahrlässig gehandelt? Also er fragt schon jeden Schritt immer nach, welche Handlungsoptionen sie hatte und ob sie wusste, dass das eine Gefahr, ein Risiko für das Kind ist und ob sie dieses Risiko bewusst in Kauf genommen hat, also möglicherweise mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat, oder ob ihr das nicht bewusst war und sie vielleicht sogar fahrlässig gehandelt hat. Auch im Fall eines toten Babys aus Niederau bei Meißen, der ja ebenfalls in eurer Reportage eine Rolle spielt, war die Auffindesituation der Leiche ähnlich. Auch hier war es so, dass die Mutter, die ihr Kind mutmaßlich getötet hat, sie hat es im Auto bekommen, das Kind, und hat es dann unmittelbar an ihrem Wohnort, auch auf eine Wiese, auch in Handtücher gewickelt. Wir haben die Bilder hier in Kripo Live gezeigt, vom einen, auch von dem anderen Fall. Beide Male waren Handtücher im Spiel. Und hier wie dort lag das Kind dann auf einer Wiese. Lässt sich ein ähnliches Vorgehen auch im dritten Fall, im Fall Weißenfels, feststellen? Da ist die Situation komplett anders. Und die teilweise erschütternden Details haben wir in dieser Spur der Täter-Reportage noch einmal aufgearbeitet mit Rechtsmedizin, Staatsanwaltschaft und Kripo. Und das werden wir in der Reportage zeigen. Mehr dazu also am kommenden Mittwoch um 21.15 Uhr. Vielen Dank, Rico Wolf. Ja, vielleicht gelingt es auch heute wieder, dank Ihrer Hinweise Straftaten aufzuklären und Tätern auf die Spur zu kommen. Alle Telefonnummern der Polizei zu den Fahndungsfällen dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum kommenden Sonntag hier bei Kripo Live.